Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind bei dem Adventure mit Taiva, also bei der Adventure Map. War aber jetzt schwer. Es war schwer, ja. Ich wollte jetzt überlegen, ob ich jetzt das sage oder ob ich was anderes sage. Auf jeden Fall sind wir gefühlt nah am Ende. Wir wissen es nicht genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Kriegerarena oder auf dem Training, Weg zur was weiß ich was. Göttergoldschmiede. Nein, Maschine. Meine Stadt. Göttergoldmaschine. Oh je, oh je. Krieger-Trainingsräume. Ja, da würde ich gerne reingehen. Aber da können wir Göttergoldmaschine. Oh. Meine Gäste! Gold, Glowstone und Lore. Hä? Ach, hier waren wir schon mal, lol. Echt? Ja, weißt du nicht mehr? Das sieht so ähnlich aus. Ja. Nur, dass wir bei dem einmal hier rausgekommen waren, hier aus der Wand so. Lol. Echt? Ja. Aber das ist nicht der gleiche Raum, oder? Doch, bestimmt. Nein, ist es nicht. Ich hab hier einen Glowstone, was mache ich denn mit dem? Hast du? Ich hab den noch genommen. Müssen wir warten, bis die Tür aufgeht. Ich glaube, den hätten wir da reinsetzen müssen oder sowas. Dann setz den doch mal da rein. Ach, ist offen. Werf mir die zu, warte. Das ist auf jeden Fall zwei Spieler, oder? Sonst hätten wir das ja nicht gemacht. Ja, denke ich mir auch. Starte, Cody. Wow, ich bin so schnell. Ah, jetzt Brücke. Geht's los. Wow, voll laut. Ich verstehe dich jetzt nicht mehr, glaube ich. Meine fährt nicht. Na doch, jetzt. Aber muss nach vorne drücken einfach. Ach so. Was ist das bitte für eine Goldmaschine? Der eine Zeitreisemaschine. Aua. Cody, seh dich. Oh, ich bin da. Da habe ich gerade den Sound ein bisschen leiser gestellt. Ich bin doch noch nicht da. Leute, es geht noch weiter. Wow. Fällt's einfach wie drauf. Hilfe. Ich glaube, wir sind beim Ende, oder? Hall of The Fame. Hall of Fame. Ja, wir sind am Ende. Entwickelt und erdacht hat dies Mr. Gamper im Alleingang. Vielen Dank dafür, dass ihr das Abenteuer zusammen mit Rodney, dem Protagonisten, bestritten habt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil. Lasst mich euer Feedback im dazugehörigen Thread des Minecraft-Forums wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sagt mir, wie ihr die Story fandet, denn auf die habe ich am meisten Wert gelegt. Aber gemerkt. René, oh, ich will mich auch eintragen. Ja, ich auch. Los, machen wir das. Ehrengäste, das geht nicht. Doch. So. Und dann kann das keiner mehr lesen. Doch. Zack. Taiva TV. Ja, wir haben es geschafft. Ich dachte, es kommt hier aber noch ein fetter Fight. Das finde ich schade. Dachte ich eigentlich auch. Sollen wir mal da reingucken gehen? Wo? In dieses Ding? In wo? Diese Trainingsräume, ob da überhaupt was drin ist und so? Können wir da denn jetzt rein? Können wir jetzt nochmal ein bisschen rumgucken, ja? Ja, so. Mach. Warte. So, bitteschön. Boah, ja, voll geil. Das sieht aber echt geil aus. Wir können das hier nochmal so im Rundlauf zeigen. Wie fandest du denn die Map? Sag doch mal was, Cody. Die Adventure Map. Ich fand sie irgendwie, also ich fand sie geil, auch von der Story her, hat da wirklich Wert drauf gelegt, hat man echt gemerkt. Aber ich fand es für meinen Geschmack auch an manchen Stellen ein bisschen schwer. Also zum Beispiel an der Stelle, wo wir gar nicht weitergekommen sind. Ja. Hätte man vielleicht irgendwie noch mehr Hinweise geben müssen. Genau. Also ich habe keine Hinweise gefunden, wie wir weiter hätten machen sollen. Vom Design her und so ist es auch geil. Auch hier diese Idee, dass man hier durchfährt und dann nochmal Lava, Wasser, bla bla bla, so als Animation sieht für Zeitreisen. Ist auch ganz cool eigentlich. Was gab's noch? Was gab's? Jump and Runs waren irgendwie sehr einfach. Ja. Die wir machen mussten. Hätten ein bisschen schwerer sein können, von mir aus. Ja. Was noch? Ich fand also auch erstmal großen Lob.
an den Designer hier der Map. Das ist wirklich geil geworden. Huch. Die Story war bis zum Ende hin wirklich top. Nur das Ende, das war halt ziemlich abrupt. Also erprobt, das abrupt so. Das ging mir halt zu schnell irgendwie. Ich dachte, jetzt kommt hier noch ein Endfight irgendwie. Weil den Druiden, ich weiß nicht, haben wir den gesehen? Oder sind wir an dem vorbeigelaufen? Ja, ne? Das fand ich ein bisschen ich schade. Hab den auch nicht gesehen. Dann die Jump'n'Runs, wie Cody schon sagte, war ein bisschen zu einfach. Ich bin ja sowieso nicht so der Pro, aber ein bisschen anspruchsvoller kann ich es mir dann doch schon leisten. Auch wenn man es mir nicht zutraut. Sonst hat es wirklich Spaß gemacht, auch mit dem Cody hier zusammen zu zocken. Oh ja, und wenn es einen zweiten Teil gibt von der Map, dann heißt das ja sehr wahrscheinlich, dass wir auch den zweiten Teil zocken werden. Richtig. Gehe ich mal von aus. Falls mal einer kommt oder falls es überhaupt. Ja, angeblich gibt es ja schon einen. Echt? Ja, hat er doch gesagt. Okay. Ich würde gerne mal zurück in den Raum, nur ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo wir sind. Warte, wir können ja mal hier oben rausfliegen. Zack, 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 zack. So. Jetzt sollten wir irgendwie ja. Da hinten ist der Turm. Hier ist der Start. Ach, da ist das Flugzeug, geil. Zeig mal schon mal einen groben, großen, schönen Überblick über die Map. Boah, sieht ja schon geil aus hier mit dem Schnee und wie die das da so gemacht haben. Ja. Kompliment, mein Freund, Kompliment. Das ist schön gemacht. Ja, ja, welcher Raum war das jetzt? Wo bist du denn? Ich bin gerade über dem Schnee. Über den Schnee? Was willst du denn da? Weiß ich nicht. Komm, wir setzen uns wieder ins Flugzeug, dann sieht es so aus, als würden wir wieder nach Hause fliegen, weil wir haben es ja geschafft. Stimmt. Aber, haben wir das Gegengift jetzt gefunden? Also dieses Gegenmittel? Was eigentlich unser Ziel war? Das verstehe ich auch nicht. Oder haben wir was übersehen? Boah, keine Ahnung. Vielleicht waren das die beiden Tränke, die wir im Laufe gefunden hatten. Du hattest doch eine Potion der Stärke und einen anderen gefunden. Ich hab zwei Stück gefunden. Nur den hatte ich. Ja, wir hatten noch einen, das weiß ich. Vielleicht waren die das. Ja. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, der Entwickler dieser Map, der lässt uns auch mal ein kleines Feedback da, wie wir denn seine Map gezockt haben. Ja, gab es zwar, klar, ein paar kleine Fehler. Kann auch sein, dass die von uns gekommen sind, die Fehler. Dass wir einfach zu blöd waren. Da würden wir gerne wissen, wie hätten wir das denn ohne diesen kleinen Cheat schaffen können und ob wir das Ende so wirklich erreicht haben oder ob wir was verfehlt haben. Das würde uns noch interessieren. Dich. Genau, ja. Kann dann entweder der Entwickler reinschreiben oder auch Leute, genau, die das oder ihr. Haben. Ihr da draußen, die gerade dazu gucken und sich gerade die Hände im Kopf zerschlagen und denken, was sind das für Idioten. Genau. Hier, komm. Was? Oh ne, den trinke ich alleine. Okay. So, Tür zu und ab nach Hause, würde ich sagen. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Teil der Adventure Map wieder, also. Auf jeden Fall. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, Bewertung da lassen und tschüss.